Darauf sollte man vielleicht achten. Deswegen, ja. Wir werden uns morgen darum kümmern. Gut. In der Hoffnung, dass sie dann schon uns vor Sonnenuntergang irgendwo einen Lagerplatz suchen wird, lege ich mich dann schlafen. Ja, wie gesagt, das ist zurzeit ist das noch nicht das Problem. Ja, Ja gut, dann gehen wird die dann halt anderen. morgen, dann kannst du auch morgen nochmal aufstehen, schnell die Sachen zusammenpacken von Dunkelstein. Und dann geht jeder von uns einmal auf die Jagd und dann ruhen wir jetzt mal kurz ein bisschen aus und dann ziehen wir mit den anderen weiter. Das können wir morgen früh auch machen, ja. Nun gut, werden wir sehen, was sich finden lässt. Gut, und während ihr dann nach und nach in die aufgebauten Zelte geht, mehr oder weniger zufrieden, kaputt, angestrengt, verschwitzt, bleiben dann nur noch Ragnar und Yoga am Feuer sitzen. Sie derweil holt erstmal ein kleines Set heraus mit Nadeln und eine Farbe, ein kleines Töpfchen, was sie dann öffnet, einmal kurz mit der Hand anwärmt und dann an das Lagerfeuer stellt. Ein kleines Set mit Farbe. Genau, schwarze Farbe oder blau, dunkelblau. Was ist das denn, Yoga? Du bist auch Torwader. Och, du bist nicht tätowiert? Tatsächlich? Ich, nein. Dann wird es Zeit für deine erste Tätowierung. Das wohl. Was Ich wollte gerade bei mir ein Bild vollenden, aber wenn du für ein selbst. Tattoo würde mir denn passen? Ein dünner Wal. Ein dünner Wal. Ja, weil du so gebrechlich aussiehst. Gebrechlich sehe ich aus. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich würde sagen, ich bin ein wenig. Ja, also für einen Torwaller bin ich doch nicht der muskulöste, aber ich habe andere wohlgeformte Körperteile, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, interessiert mich auch nicht. Dann zieh dich aus, nackter Oberkörper und ich schächte irgendwas auf deinen Rücken. Auf meinen Rücken. Aber da sehe ich das doch gar nicht. Naja, aber da fängt man an. Oder willst du auf deinen Ja. Unterarm? Also ich kenne das so, dass man am Oberarm anfängt. Na dann los, dann zieh mal aus. Alles klar. Bald hier. Was hast du denn da an deiner Hand gemacht? Die ist ja Na, komplett schwarz. das ist eine der Heldengeschichten, die etwas mehr Zeit. Aber wir haben ja Zeit. Ich könnte dir Ihre erzählen, während du mir. Augen ziehen sich zusammen. Das ist nicht das, was du denkst. Sie blickt dich finster an. Das ist nicht das, was du denkst. Was denke ich denn? Ich denke, wir beide wissen, was du denkst. Ich habe ja bei dem Namen Dunkelstein schon so einiges vermutet, aber. Der dauert nicht schwarz. Also, ich bin kein Paktierer. Das schwöre ich dir bei Svafnir. Du kennst das Meine Freunde. Geräusch, das hat wohl auch Blutschlock damals immer gemacht. Oh. Oh. Und sie Oh. zögert. Würfel mal bitte eine Überzeugenprobe. Ich bitte dich, Yoga, wir kennen uns schon so lange. Überzeugung. Sie hat immer noch die Nadel mit dem Farbtöpfchen in der Hand. Sie welche Nadel ins Yoga, wir Auge sind beide und. Torwalder. Wenn ich auf Svafnir schwöre, dann meine ich das auch so. Das wohl. Das Ich würde wohl. dich niemals anlügen. Dann fangen wir an deiner Hand an. Das ist eine gute Idee eigentlich. Dann lassen Die wir die schwarze spüre ich. Farbe weg und stechen mit Blau drüber. Das Gut. wohl, bei Svafnir. Und währenddessen kannst du mir deine Geschichte erzählen, Ragnar. Es ist auf jeden Fall eine gute. Ich habe mich als Starkheit vorgestellt. Starkert. Starkheit. Sie murmelt wohl irgendwie. Nein, ich meine, ich bin eine Ragnarsdottir. Ach so, ich verstehe. Vielleicht willst du mir ja auch noch eine Geschichte erzählen, was dich alleine hier in die Berge vertrieben hat. Aber ich würde jetzt erstmal lang und ausführlich unsere Geschichte der blutigen See erzählen, wie ich dort alleine Dario und Palligan gegenüber stand und einige. Ach nee, warte, da war ich gar nicht bei. Ja, Keine sie Geschichten. hört zu, während sie dann tätowiert und dich sticht und irgendwann Aua, aua, ah! während Ende eurer Wache wird sie dann selbst von sich ein bisschen erzählen, dass sie von der Insel der Friedlosen gegangen ist, zurück aufs Festland, weil sie wohl ihren Zwafnir-Geweihten in der Walwut erschlagen hat, der auf sie aufpassen sollte. Das ist keine schöne Geschichte, aber. Es ist eine Geschichte. Aber es ist eine Geschichte. Ja, Tag und hat macht natürlich das Beste raus und dann. versucht sie zu trösten und ihre schwache Seite ein bisschen auszunutzen. Das ist keine schwache Bitte? Seite. Sie sagt, dass das ist einfach passiert. Sie ist jetzt von der Insel der Friedlosen weg, weil sie auch da nicht mehr geduldet worden ist. Das ist natürlich blöd. Ja, aber Und das hat dann. nichts mit Auswein zu tun, sondern das ist eine Geschichte, die sie dir erzählt, während du dann über Paligan geredet hast. Alles klar.
Und ehe du dich versiehst, sind die 2 Stunden rum und Yoga geht in Richtung von Jalan. Geht dann einmal ins Zelt und rüttelt dran. Ich bin wach, ich bin wach. Ich bin gleich draußen. Der Ritter mit der schwarzen Hand, ich bin gleich draußen. Ja, und dann geht's nach draußen. Ich schlage die Zeltplanung zurück, schau sie einmal an. Also ist sie noch da oder ist sie dann weggegangen? Ja, sie ist schon wieder weggegangen und dreht sich dann in Richtung ihres kleines Zeltes. Das ist ein Einmannzelt, was sie dabei hat. Und dann, ich nehme einfach an, Abdullah hat bei mir gepennt, damit wir die anderen nicht aufscheuchen müssen. Ich habe ein eigenes Einmannzelt. Okay, pennt überhaupt jemand bei mir im Zelt oder bin ich alleine? Ich glaube, Ragnar ist da drin, oder? Ich weiß, dass ich letztes Mal bei irgendwem geschlafen habe, aber ich weiß nicht bei wem. Letztes Mal war es nicht bei mir. Gut, ist auch egal. Irgendjemand wird sich den Platz schon genommen haben, wenn er ihn braucht. Ich setze mich dann ans. Ich gehe dann Abdullah wecken und dann setze ich mich ans Feuer. Ragnar würde währenddessen noch so versuchen, so verzweifelte Attempts, so, Yoga, Ja, nee, heute Nacht nicht. Du hast erstmal auch zu kämpfen mit der Schmerz, mit dem Schmerz in deiner Hand, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Und du kannst dir eine Tätowierung aussuchen, sie wird dir irgendwas gestochen haben. Es muss kein Wal sein, wenn dir da irgendwas anderes einfällt, ob das eine Streitaxt ist oder so. Zumindest hast du dann schwarz auf blau. Eine Seeschlange. Ja, das ist eine völlig gute Idee. Seeschlange, vielleicht nicht ganz so gut. Kannst du dir überlegen, zumindest hat sie dir dann die Hand gestochen. Hasen. So, dann schauen wir doch mal nach. Wie sind denn die Regeln zum Wachehalten? Ach, da gibt's ein Metatalent für, oder? Richtig, da gibt's ein Metatalent für. Na, im Wege des Entdeckers ist das kein Metatalent, sondern es sind das Selbstbeherrschungsproben erleichtert und erschwert um XY. Das ist dann die Wachehaltprobe, ne? Mhm. Gut, dann machen wir das doch so. Übernachten und Regeneration, das haben wir schon gemacht, das Lagerfeuer. Holzsuche müssen wir nicht machen, entzündet. 135. Genau. 135, die Nachtwache. Die Nachtwache. Zeitbestimmung und Uhren, das ist natürlich auch schwer, dass man dann exakt 2 Stunden Wache hält. Ich gehe einfach mal davon aus, Abdullah kennt die ganzen Kniffe und wird dann natürlich nicht einfach nur müde am Lagerfeuer sitzen, in die Flammen starren, sonst wird man ja extrem schnell schläfrig. So, pro Punkt Erschöpfung. Ihr habt aktuell 2 Stunden geschlafen. Das heißt, ihr konntet 2 Punkte abbauen von denen, die ihr da irgendwie voll hattet. Denkt dran, dass ich nur halbe kriege. So, pro Punkt Wachdauer. Pro Stunde Wachdauer. Das heißt, ihr wollt 2 Stunden wach bleiben. Ich gehe einfach mal davon aus, wie erschöpft seid ihr? Was hattet ihr so gesagt? Also ich kriege immer 6, das heißt, wenn ich 2 davon abbaue, durch jetzt hier, nein, 4 davon abbaue, durch 2 Stunden ruhen, bin ich auf 2 runter. Also ich kriege 1 pro Stunde. Du wirst also komplett leer sein, was Erschöpfung angeht. Ich hab dann Erschöpfung momentan 2 Punkte. Genau, und dann nochmal plus pro Stunde Wachdauer sind genau. Ja auch 2. So, mindestens 2. Wachfeuer unterhalten, das heißt, ihr habt was zu tun. Das ist eine minus 5. Dunkelheit, es ist halt dunkel. Aktuell, ich sag mal eine plus 2. Weil wir sind im Winter und wir sind in den Bergen. Das ist eine plus 2 für Dunkelheit. Je nach Anspannung... Seid ihr angespannt? Zurzeit ist zumindest nichts passiert. Seid ihr da nervös oder? Ich würde sagen plus minus null bei Abdullah, weil er weiß, dass hier die schwarzen Lande in der Nähe sind, aber er hat jetzt auch noch keine direkten Gefahren gesehen. Plus minus null. Es ist einfach nichts wirklich passiert, aber ja, man weiß, dass es hier eben die schwarzen Lande in der Nähe sind. Genau, dann seid ihr nicht alleine, sondern könnt ihr euch unterhalten, das ist eine minus 3 und da kenne ich eben den. Ah, minus 2 würde ich nicht sagen, aber minus vielleicht minus 1 nur, weil wir unterhalten. Wir haben uns nicht so viel zu sagen. Kennt euch schon. Sag mal, Ömer, wir waren doch auf... Als ich da runtergeschwommen bin, dieser verdammte Knochen ist aufgegangen. Kennst du da vielleicht 1, 2 Kniffe, wie man die richtig zukriegt? Was denn? Was ist aufgegangen? Als ich da runtergeschwommen bin, der Knoten. Nee, ich kann auch nicht gut Knoten knüpfen. Ich mach das, aber ich kann das nicht gut. Na gut, nee, weil ich hab dich klettern sehen und ich dachte, dass du da relativ gut drin wärst mit den Knoten und allem. Nicht so wirklich gut. Ich tue mir da auch schwer. Ich hätte auch ganz gerne jemanden, der mir nochmal 1, 2 Knoten zeigt. Gut, sind wir hiermit durch. Das war nicht. Ja, total schlechter Smalltalk. Aber ich vermute, ihr werdet einfach die ganze Zeit rumlaufen, weil ich euch da kenne. Nee, also immer wird er sitzen, weil er will sich ausruhen dabei. Das wirkt dann zwar nur zur Hälfte, aber das wirkt und dann wird plus 0 für immer. Genau, richtig. Dann haben wir die Tabelle durch. Rechnen wir die ganzen Erschwernisse plus minus einmal auf und dann könnt ihr die Selbstbeherrschungsprobe machen. Sowieso nochmal minus 10.
Also ich komme auf minus 2. Das sieht auch schon mal ganz, ganz ordentlich aus. Johnny hat dann 2 Punkte mehr, das ist aber bei einer plus minus 0. Ich bin bei plus 2, die Selbstbeschuldigung grundsätzlich um 10 erleichtert, also mache ich eine Selbstbeschuldigung erleichtert um 8. Genau. Grundsätzlich um 10 erleichtert. Grundsätzlich. Ja, genau. Das steht auch 135. Dann komme ich auf minus 12. Ist das richtig? Das klingt falsch. Nee, das steht da. Ganz okay, oben. Dann, ja gut, dann machen wir's. Diese können Sie über eine Selbstbeschuldigung minus 10 ermitteln, die um folgende Motivationswerte Modifikationen verändert werden. Die Motivation haben wir gerade ausgerechnet, deine Motivation war, glaube ich, 2 Punkte Erleichterung und meine ist. Genau. Das ist nur die Nachtwache, dass ihr nicht einschlaft. Das ist nicht, dass wir passen auf, ne? Also nur mal Feuer nachlegen oder ein bisschen rumstochern. Genau, wenn wir später nämlich kein Wachfeuer mehr haben, fallen schon mal 5 Punkte Erleichterung weg. Falls genau, weil wenn das Feuer ausgehen sollte, dann müsstet ihr es erstmal wieder ankriegen. Das auch noch. Und so weiter und so fort. So, alles klar. Dann schlaft ihr zumindest nicht ein, aber ihr habt noch nicht nach draußen geguckt in die Finsternis. Vielleicht lauert dort irgendetwas. Und das wäre dann eine Sinnschärfeprobe, die natürlich um Dunkelheit erschwert ist, plus 8. Also für mich nur plus 4, weil ich bin der immer mit der Dunkelsicht. Nicht mit der Dunkelsicht, sondern mit nach Restlichtverstärkung. Ja, hast du Katzenaugen? Nee. Katzenaugen? Ja, ich habe diesen Vorteil Dämmerungssicht. Okay, hätte ja sein können, dass du echte Katzenaugen hast als Viertelzauber. Dann ist es nur der. Gut. Ja, unterhaltet euch. Ganz schön dunkel da draußen. Unterhaltet euch einfach ein bisschen weiter, wie gesagt, Smalltalk muss noch ein bisschen weitergehen. Vielleicht sieht man auch irgendwas Augen, die irgendwie etwas mehr reflektieren als normale Menschenaugen, weil sie einfach mehr Licht einfangen. Und geht. Man kann ganz gut was sehen. Was hältst du von unserer Führerin bis jetzt? Ich meine, heute hat sie sich eigentlich ganz gut gegeben. Ich denke, dass die. Wenn die nicht gerade ausrastet, alles halt eine vernünftige Führerin ist. Sei mal ganz ruhig. Ich höre da hinten irgendwas. Irgendwas schlurft hier. Ich weiß nicht, ob das ein Tier ist oder ein Untoter. Man sieht auf jeden Fall, wie immer erstmal nach seiner Waffe zieht und. Was? Ich guck mal nach vorne. Ich möchte mich mal ganz, ganz unauffällig anfangen, so mein Schwert zu schleifen. Als wäre mir das gerade eingefallen. Ja, dann ist das Schlurfen zumindest nicht mehr zu hören. Sei mal leise. Halt das Schwert bereit, ich kann mal gucken. Und dann würde ich mal 2-3 Schritte darauf zugehen in die Richtung. Weil vielleicht ist ja auch nur ein Mitglied unseres Trupps, was gerade irgendwie im Gebüsch ist. Man weiß ja nie. Überleg mich dann aufs Polieren, wenn er sagt, mach leise. Und immer würde ganz gerne versuchen, leise dahin zu schleichen. Mhm. Nochmal eine Sinnschärfeprobe, allerdings nicht auf Sicht, sondern auf Hören. Die Katzenaugen oder dein Dunkelsinn hilft dir jetzt gerade nicht. Dann ist gerade aktuell einfach das Schwert von Jalan zu laut. Och, krass. Du kannst hinter dir Jalan weiter schleifen hören oder mit dem Schwert. Ich habe gerade gesagt, ich höre auf. Schlurfen ist zumindest wieder weg. Immer wird einfach mal so in die Richtung, wo es ungefähr herkam, von wo er ungefähr meinte, dass das Geräusch kam, wird einfach mal weiter in die Richtung gucken, dass die Waffe in der Hand halten und einfach mal so 2-3 Minuten da stehen, ohne jetzt großartig zu sich zu bewegen, einfach mal sozusagen in die Richtung schauen. Er weiß, dass es natürlich dick abstrahlt gegen das Lagerfeuer, was hinter ihnen ist, aber ja. So ist das jetzt gerade. Ja. Irgendwas ist gerade etwas unheimlich. Er zieht sich wieder zurück zu Jalan, setzt sich neben ihn, hat seinen Reitersäbel noch in der Hand. Ich weiß nicht, was da ist. Nee, du weißt nicht. Soll ich nachsehen gehen, oder wie? Ja, ungefähr da überzeugt man also ins Dunkel. Wenn du aufstehst und da hingehst, steht immer auch auf, damit er schnell eingreifen kann, dir helfen kann, aber ja, bleib eben auch im Lagerfeuer stehen, wo du zuletzt warst. Ja, ich möchte mich so ein bisschen aufhocken. Mich dann möglichst ungesehen, ich weiß ja nur nicht, wo es herkommt, diese Richtung bewegen, vor allem leise. Schleichen. Sekunde. Mit dem Schnee ist das natürlich ein bisschen schwerer, vor allem mit der Dunkelheit und dem Schnee. Ich gebe dir mal eine Schleichen plus 4. Oh, das werde ich nicht. Dann schiebst du den Schnee vor dir her in der kompletten Dunkelheit, wird auch das eine oder andere Steinchen, über das du stolperst oder das du auch vor dir her schiebst, das dann gegen deine Stiefel klackert. Es ist überraschenderweise geschafft. Erinnerst dich wieder an das, was dir Ragnar beigebracht hat, damals, als ihr oben in der Speerspitze von Maraskan wart. Immer hinter dir, alles ist ruhig, kannst du noch das Schnarchen von Yoga hören.
Wenn wir in etwa da sind, also wie nah komme ich heran? Wie nah möchtest du denn herangehen? Sitzt das, ist die Geräuschquelle, ist die irgendwie offen oder hinter einer Schneewehe oder so? Kannst du überhaupt nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Weiß auch nicht, wie weit du jetzt dich vom Lagerfeuer entfernen kannst. Du hattest natürlich so ein bisschen aufgepasst. Der Weg ist natürlich ein bisschen breiter geworden. Ihr seid dann, Yoga hat da perfekt in so einer kleinen Kuhle, so ein richtiges Tal ist es nicht, aber auf einem kleinen Hügel hattet ihr dann halt gemacht. Und es kommt wohl unterhalb des Hügels, sodass da auch, ja, dass das Lagerfeuer ist nicht ganz zu sehen. Du blickst dich nochmal um. Du kannst natürlich dann Ömer vor dir sehen, wie er da versetzt vom Lagerfeuer steht, kannst den Schatten erkennen. Bist schon so 50 Meter entfernt. Kannst die Zelte noch grob erkennen, wie die gerade zugeschneit werden. Jetzt hörst du es auch. Schlurfende Geräusche. Das ist nicht nur der Wind gewesen. Das klingt eher wie Stöhnen. Immer noch hinter mir? Immer. Es steht da leicht versetzt. Beim Lagerfeuer, deswegen, der ist 50 Meter von dir entfernt, 50 Schritte. Aber der hat dort die Waffe gezogen und hält eben auch schon, dass niemand jetzt einfach die Zelte irgendwie angreift. Dann möchte ich so auf 2 Schwertlängen heran. Und dann einen Satz machen aus der Hocke heraus und nach was auch immer da stehen, erstmal packen. Ja, wie gesagt, also du kannst das Stöhnen und das Schlurfen kannst du nicht ganz zuordnen, aber wenn du dann weiter dich in die Richtung schleichst, wirst du erkennen, dass vor dir jemand stehen bleibt. Du hörst, dass er sich umdreht und dann möchtest du ihn anspringen? Jemand. Etwas. Möchte direkt. Achso, etwas. Menschenähnlich. Humanoid. Ich möchte einen Angriff zum Niederwerfen führen. Angriff zum Niederwerfen. Gut, dann würfel mal mit der Dunkelheit plus 8. Ja, komm, mach mal einen Befreiungsschlag draus. Ist ja dasselbe. Die 8. Und die 0 für ein Ziel. Jalan springt dann aus der Hocke auf, führt das Schwert in einem Halbkreis und versucht, was oder wem auch immer da steht, erstmal die Beine wegzuhauen. Das wäre gelungen. Ja, du hörst ein Aufstöhnen weiter. Irgendjemand Klappriges geht zu Boden, hager, wirklich viel Fleisch ist an ihm nicht mehr dran und ein... weiteres Rascheln, irgendwas ist von weiter zu Boden gegangen und dann hörst du weiteres Laufen, Schritte, Geräusche. Ich rufe einfach erstmal Alarm! Damit ist das Zelt wieder wach, die Zeltsiedlung. Schrei doch nicht so, was ist denn los? Ich halte das Schwert nach der... Ne, ich möchte mit dem Schuh auf die Gestalt unter mir erstmal treten und das Schwert vor mir halten, falls irgendjemand aus der Finsternis kommt. Ja, wenn du auf ihn es drauf trittst, merkst du wohl, dass die Knochen leicht nachgeben und er weiter aufstöhnt, es weiter aufstöhnt, schmerzhaft. Wirklich stabil sind die Knochen nicht mehr. Wir haben Besuch! Wer bist du und was machst du hier? Du hast 3 Sekunden zu antworten. Igna, gib mir mal so eine Pechfackel. Dann würde ich eine Pechfackel nehmen, die anmachen und dann da hingehen und mal dieses Vieh angucken. Mensch. Ja, Abdullah steht da und zeigt dann dahin. Da vorne hat der Dunkelstein was gesehen, da vorne. Ja, während dann die anderen mit einer Fackel vom Lagerfeuer dorthin rennen, ich weiß nicht, was die anderen tun, so langsam kommt dann Licht in die Region. Du merkst auch, wie er weiter stöhnt, hat wohl die Luft komplett verloren und als dann die Fackel gereicht wird, kannst du sehen, eine schwarzgewandete Gestalt, alt, klapprig, nur noch wenige Haare, die Haut über den Schädel gespannt, ein alter Bohrengeweihter. Ich trete dann von ihm herunter. Hat dann die Schaden gemacht oder nur den Schaden? Ja, der hat tatsächlich Schaden gemacht. Warte kurz, das könnte unbequem für ihn sein. Ja, mit Glasknochen. Ja, hält sich weiter seine Brust. Wie gesagt, du hast da mit dem Stiefel draufgetreten. Du merkst wohl, wie da Blut aus seinem Brustkorb sickert. Zumindest ist da irgendwas rot im Schnee, färbt dann durch seine schwarze Robe. Er ist alt, er ist unglaublich alt. Weiß auch nicht, was er hier tut. Ist hier wohl durch den Schnee geschlurft. Und ja, liegt da windend. Nehme ich neben ihn. Jolos! Jolos, kommt herbei!
Ja, ich bin den anderen etwas weiter, langsamer gefolgt. Ich habe mir erst noch einen Umhang umgeworfen. Und, ja, was ist denn? Wie, was ist denn? Seht euch den Mann an, dann wisst ihr, was ist. Alles gut, ruht euch aus. Blut, was aus seinem Mund dringt, was ihn wahrscheinlich schwer verletzt, innere Verletzungen, die da aus ihm herauskommen. Ja, alter Mann. Was auch immer er hier mitten in der Nacht tut. Könnt ihr den Mann zurecht heilen? Ich würde ihn kurz untersuchen wollen. Was für eine Verletzung er hat, ob er überhaupt noch lebt. Ja, würfel mal in der Trefferzone. Ich? Ja. Ja. Wenn es jetzt die Brust ist, dann Kopf. Ist er. Ja, dann ist sein Schwertarm dreifach gebrochen, steht in drei Winkeln ab und ja, wie gesagt, mit dem Stiefel auf seiner Brust, auch das ist nachgegeben, aber der Schwertarm ist komplett verkrüppelt. Oha, aber er hat einen Puls, also er ist kein Zombie. Zumindest sieht aus wie ein Zombie, aber er lebt irgendwie, hoffst du. Gut. Ich binde seinen Arm ab, damit er nicht ausblutet. Wir müssen uns das Feuer schaffen, sofort. Ja, während ihr euch da dann Feuer. Um den armen Mann kümmert, Eisenmann nach mit dem Licht da irgendwie das so abschirmt, dass ihr da genug sehen könnt, könnt ihr auch erkennen, wie Yoga mit der Streitaxt dann vor euch steht, über euch. Weiße Waffen hier, was ist hier los? Man hat sich angeschlichen. Schau mal, es hört sich mal jemand um, dass er keine Begleiter hatte. Ein kalter Alrek? Soll ich ihn töten? Nein, der ist noch am Leben. Ist einer von euren Baronis. So sieht ja aus. Was genau er ist, werden wir wohl von ihm selbst hören müssen. Was tut der alte Mann hier? Hörst du? Was tust du hier? Ich höre euch nochmal kurz, spricht er. Er stöhnt, er hat unglaubliche Schmerzen. Jolaus, kriegt ihr ihn zusammen? Ja oder nein? Antwortet mir. Ja. Aber wir müssen ihn sofort zum Lagerfeuer bringen. Ich brauche mehr Licht. Taugasch, nimm mal an die Beine. Ich packe ihn hier oben an und dann ganz vorsichtig. Okay. Nee, warte. Ich zieh meinen Umhang ab. Und wir legen ihn ja drauf. Aha. Eine gute Idee. So. Ich pack da hinten, ich pack hier vorne und auf drei. Eins, zwei, drei. Und hoch. Und oh. Dann auf dem Umhang tragen wir ihn. Ich denke mal mit 2x KK-16 wird das gehen Richtung Feuer. Er ist wie gesagt sehr, sehr leicht. Alter Mann besteht eigentlich nur noch aus Knochen, hat kein Fleisch mehr wirklich, was dann über sein Gesicht gelegt ist. Und so könnt ihr dann den alten Mann relativ einfach zum Lagerfeuer bringen. Ich bin übrigens beim Lager zurückgeblieben, um zu gucken, ob da nicht ein Hinterhalt war und da der Zeltstadt nicht überfallen wird. Und als nichts passiert ist, habe ich probiert, das Lagerfeuer ein bisschen höher anzuschüren. Okay. Um ein bisschen Licht zu schaffen. Am Lagerfeuer schaut sich einfach nur mal die Kleidung etwas genauer an. Vielleicht hat das ja Ähnlichkeit mit dem schwarzen Mann. Das ist eine gute Idee. Götter und Kulte. Und ich weiß nicht, Boron, ich gebe dir mal eine plus 3. Gibt's natürlich Warum auch bei euch, aber. Hat er Gepäck? Nee, hat er nicht. Ist er. Er hat einfach nur seine schwarze Kutte an. Schwarze Kutte, wo auch immer er herkommt. Er trägt da Handschuhe, sind seine Stiefel. Also hat der überhaupt irgendwelche Boron-Insignien? Ich meine, jetzt mal, du sagst jetzt schwarze Kutte. Jetzt irgendwas, was auf Boron hindeutet, außer schwarze Kutte. Ja, natürlich. Er hat dann irgendwie seinen Raben links und rechts. Die beiden Raben von Boron sind da irgendwie aufgedruckt und hat auch ein paar Siegelringe oder so. Hat dann auch irgendwie warme Kleidung, Wollkleidung. Also der ist auch gegen die Kälte geschützt. Das wollte ich wissen. Ja, also er ist als Boroni zu erkennen. Gut, du hast mir plus 3 gegeben mit der Dunkelheit, ich trage mir plus 2 ein wegen meinen tollen Augen. Richtig. Gut. Ich hol schnell meinen Arztkoffer herbei und als allererstes möchte ich ihn stabilisieren. Ich gebe ihm ein leichtes Schmerzmittel. Ich glaube ja nicht, dass es ein Boroni ist. Irgendwie. Was ist denn hier passiert? Jemand gibt sich hier als Boroni aus, hat sich unser Lager angeschlichen und irgendwie, keine Ahnung. Götterkulte gegen 3, sagst du, ja? Zumindest bei Ömer gegen 3, bei dir ist es halt eine plus minus 0. Nee, du hast bei mir gesagt wegen der Dunkelheit. Oh, ja, stimmt. Seht euch doch, okay, habe ich trotzdem geschafft. Ziehen wir nochmal 3 ab, ja, passt. Seht euch doch hier, seht euch den Ring an, seht euch die Insignien auf der Kutte an. Entweder ist er ein Boroni oder ein Hochstapler. In beiden Fällen müssen wir ihn wohl hier behalten und erstmal zurechtbekommen, damit wir ihn ordentlich befragen können.
Was macht denn ein Bohrengeweihter hier irgendwo in der schwarzen Sichel? Vielleicht jagt er Untote. Der alte Mann? Vielleicht hat er irgendwo einen Halbbanner Golgariten bei sich und hat sich verlaufen. Ist der Mann bewaffnet? Offensichtlich nicht, nein. Golga wer? Golgariten. Wer ist das? Was ist das? Das sind Boronis in Rüstungen und mit Waffen, die Untote bekämpfen. Boronis, die kämpfen? Das gibt's bei uns nicht. Gab's das Kundschon, ja. Ja, natürlich. Dafür sind sie eigentlich. Ist das ein Kampfzweig der Boroni? Ja, eigentlich sollten sie nur die anderen Fahnen auf die Schnauze geben, aber dann kamen die schwarzen Lande und das alles hat sich ein bisschen verschoben. Okay. Seid mal kurz ruhig, ich höre was. Hört ihr es auch? Nein. Das war das Stöhnen weiter vom Boroni. Da sind doch mindestens 2, 3 um uns herum. Eisenmann, Stahlmann, seht euch das an. Lasst euch nicht so weit in die Dunkelheit ziehen. Im Namen der Raben, gebt euch zu erkennen.